Stefan von Android Mobile und ich habe euch heute mal drei Galaxy S-Modelle mitgebracht und die werden wir uns einfach mal anschauen im Vergleich in Benchmarks. Und zwar auf der linken Seite sehen wir das Galaxy S, das i9000. In der Mitte, ich habe extra die Schutzfolie draufgelassen, denn äußerlich sind die beiden Galaxies eigentlich überhaupt nicht zu unterscheiden. Außer durch so einen etwas helleren, Chromrahmen. Ist natürlich auch nur Kunststoff, aber sieht zumindest so aus. In der Mitte also, wie gesagt, das Galaxy S Plus, das i9001. Und rechts daneben habe ich einfach nochmal gelegt das Galaxy S2. Einfach nur, um auch mal den Unterschied nochmal zu zeigen. Zwischen der Leistung des neueren Chips, der da drin steckt, Dual-Core und dementsprechend auch neuer Grafikchip und so weiter. Schauen wir uns das einfach mal an. Ich mache da erstmal nochmal hier die Folie ab, die stört natürlich so ein bisschen während des Videos. Also wie gesagt, wenn man sich die beiden Geräte mal anschaut, hier das auf der linken Seite immer das normale Galaxy S, auf der rechten Seite hier das Galaxy S Plus, die sind sich äußerlich extremst ähnlich. Hier, okay, gibt es halt noch den Google-Schriftzug, der fehlt jetzt hier bei dem neueren Gerät, aber ansonsten gibt es da eigentlich überhaupt keine Unterschiede zu sehen. Ein Unterschied, der auf den ersten Blick schon auffällt, das ist einer dieser kleinen Aufkleber, die eigentlich natürlich auch mit zur Schutzhülle gehören. Da steht nämlich drauf, Digital by Qualcomm. Und das ist auch ein Hinweis darauf, was da für ein Chip drin steckt. Denn während hier im Galaxy S nämlich noch der Exynos-Chip von Samsung selbst drin steckt, ist inzwischen in dem Galaxy S Plus nämlich ein Qualcomm-Chip halt eben drin. Und der ist auf 1,4 GHz hochgetaktet worden, während der alte Chip noch der Samsung-Chip noch auf 1 GHz lief, als es immer noch läuft. Ja, machen wir die Geräte einfach mal an. Auch da gibt es jetzt nicht so viele Unterschiede zu sehen. Ich habe natürlich für diesen Videovergleich auch auf das ältere Gerät die momentan neueste verfügbare Android-Version aufgespielt, nämlich Android 2.3.3. Das ist auch auf dem Galaxy S Plus von Anfang an installiert, während auf dem S2 inzwischen ja schon 2.3.4 verfügbar ist. Schauen wir uns das einfach mal an. Man hat ja hier, wie gesagt, im Galaxy S Plus den höher getakteten Chip mit 1,4 GHz. Das ist ja nominell oder auf dem Papier sogar höher als beim S2. Da ist ja ein Dual-Core-Prozessor drin, der jeweils mit 1,2 GHz taktet. Schauen wir uns einfach mal in Benchmarks an, ob sich das lohnt oder beziehungsweise wie sich das bemerkbar macht. So, legen wir mal direkt sofort mit einem Prozessor-Benchmark los. Und das ist in diesem Fall jetzt Linpack. Das habe ich auf allen drei Geräten halt eben installiert. Lassen wir das mal laufen. Da wird einfach nur der Prozessor überprüft und mal geschaut, wie viele Anwendungen in einer gewissen Zeit kann denn dieser Prozessor überhaupt abwickeln. Das Ganze wird dann in Megaflops gemessen, so nennt sich das Ganze. Schauen wir uns das mal an, was diese drei Geräte leisten, wenn da quasi nur eine einzige Anwendung durchgejagt wird. Lassen wir mal hier diesen Single-Thread-Modus laufen. Und da sehen wir schon überraschenderweise, also das Galaxy S Plus ist eigentlich sogar von den Werten her, jetzt zumindest beim ersten Durchlauf, sogar etwas schneller als der Dual-Core-Chip im Galaxy S2. Deutlicher Abstand ist auf jeden Fall zu erkennen hier zu dem Exynos-Chip. Machen wir das Ganze nochmal. Die sind ja nicht unbedingt immer aussagekräftig für die ersten Durchgänge und das sieht man jetzt auch hier, denn im nächsten Durchgang hat das S2 wieder aufgeholt und ist jetzt liegt jetzt ganz leicht vor dem Galaxy S Plus. Das würde jetzt auch die nächsten Durchläufe so bleiben, deswegen gehen wir mal direkt weiter und lassen den Multithread laufen. Und da sieht man dann allerdings auch gleich schon richtig schön den Unterschied von Dual-Core zu Single-Core. Da haben wir beinahe die doppelte Leistungsfähigkeit der Prozessoren und wiederum weit abgeschlagen ist dann hier der Exynos-Chip in dem alten Galaxy S. Lassen wir das nochmal laufen, einfach nur damit wir da auch besseres Ergebnis haben, beziehungsweise ein nachvollziehbares Ergebnis. Da sieht man es wieder, also nochmal ein paar Megaflops mehr, wenn das halt öfter laufen gelassen wird. Aber auch da bleibt das ungefähr, also vom Verhältnis her gleich, das S2 ist fast doppelt so schnell wie das S Plus und weit abgeschlagen halt immer noch das Galaxy S. Das also beim Prozessor-Benchmark. Wenn man sich jetzt einen Grafik-Benchmark anschaut, sieht das Ganze schon wieder ein bisschen anders aus. Ich musste jetzt in diesem Fall oder habe jetzt einfach mal mich für Nenamark entschieden, leider die erste Version, denn aus irgendeinem Grund wollte Nenamark 2 nicht laufen auf dem Galaxy S.
Ist aber auch kein Problem. Auch da sieht man schon ganz interessante Sachen. So, ich habe das Ganze jetzt für den Innermark einmal links umgedreht. Das heißt, jetzt haben wir immer noch oben das Galaxy S2, in der Mitte das S Plus und unten das Galaxy S. Und wenn wir die jetzt der Reihe nach mal loslegen lassen, ja, wenn man da noch trifft, dann sieht man auf den ersten Blick gar nicht mal so viele Unterschiede, außer dass das Display vom S2 noch ein bisschen farbintensiver ist. Aber man wird schon gleich sehen, auch hier ist das S2 natürlich wieder weit vorne. Das ist aber jetzt auch nicht wirklich überraschend, da steckt einfach die neue Technik drin. Viel interessanter ist halt der Unterschied oder der Vergleich zwischen diesen beiden Geräten hier. Und da wird man allerdings gleich sehen, da ist der Unterschied gar nicht mal so groß, wie man es vielleicht nach dem ersten, nach dem CPU-Benchmark hätte vermuten können. Da sieht man einfach, dass der Grafikprozessor oder der Grafikbeschleuniger im alten Galaxy S dann doch ziemlich leistungsfähig war offensichtlich. Denn zumindest hier im ersten Durchgang muss ich da das Galaxy S Plus, ja, knapp zwar nur, aber immerhin geschlagen geben. Und bei dem CPU-Benchmark sah das ja gerade ganz anders aus. Tja, was lässt sich sonst noch zu den beiden Geräten sagen? Wie schon angesprochen am Anfang, es gibt da eigentlich ja äußerlich überhaupt keine Unterschiede oder so minimale Unterschiede. Bei der ganzen Hardware ist eigentlich so der Hauptunterschied, wie gesagt, der Prozessor, der im neuen Gerät von Qualcomm kommt und auf 1,4 GHz getaktet ist, während nämlich in dem alten Gerät noch der Exynos-Chip von Samsung steckt, der auf 1 GHz getaktet ist. Aber wenn man die beiden Benchmarks vorhin gesehen hat, dann kann man schon sagen, dass der Prozessor zwar deutlich schneller ist, der Qualcomm, einfach auch wahrscheinlich auch wegen der hochgetakteten Frequenz, also 1,4 GHz. Bei der Grafik sieht es wieder anders aus, da liegt sogar der ältere Chip von Samsung etwas vorne. Das sind natürlich nur Benchmarks, ist dann immer so eine Sache, ob das wirklich dann sich hinterher übertragen lässt. Letztendlich sind beide Geräte natürlich immer noch sehr schnell, auch wenn sie inzwischen natürlich von neuer Technik, wie zum Beispiel dem Galaxy S2, abgelöst wurden. Aber da kann man nach wie vor, sind beide Geräte kein Fehlgriff. Wer natürlich das ältere Gerät schon hat, das S2, für den lohnt sich auf keinen Fall der Griff zum S Plus. Dafür sind einfach die Unterschiede nicht groß genug. Es gibt dann noch so kleine, ja, marginale Unterschiede bei der Hardware. Zum Beispiel hat das S Plus den größeren Akku, nämlich mit 1650 mAh, während das ältere Gerät nur 1500 mAh hat. Letztendlich, durch die höhere Taktfrequenz und auch vielleicht durch einen anderen Chip, durch den Qualcomm-Chip, ist es auf jeden Fall so, dass die Geräte vom Standby her genauso lange durchhalten. Beide werden immer noch mit 750 Stunden angegeben. Maximal. Bei der maximalen Sprechzeit ist das neue Gerät, das S Plus, sogar leicht unterlegen. Das ist wahrscheinlich frisst einfach die Mehrleistung dann so ein bisschen die größere Akkukapazität bzw. ja, die Mehrleistung des Akkus einfach wieder auf. Ja, wie gesagt, also es ist im Prinzip so, wer das alte Gerät schon hat, für den nutzt sich das neue Gerät nicht. Wer jetzt noch überlegt, möchte ich das Galaxy S oder das Galaxy S Plus haben, weil er keins von diesen beiden Geräten hat, der kann sich durchaus überlegen, ob er nicht vielleicht doch zum S Plus greift. Ist letztendlich auch eine Frage der Zeit und so verbreitet ist das S Plus momentan in Deutschland auch nicht. Wo es das Gerät auf jeden Fall gibt, das S Plus, das ist bei notebooksbilliger.de. Die haben uns auch dieses Handy zur Verfügung gestellt, da bedanken wir uns nochmal. Ansonsten schaut euch einfach unsere restlichen Videos an, die zum Beispiel bei youtube.com/LRMobile zu finden sind. Core-Prozessor drin, der jeweils mit 1,2 GHz taktet. Schaut uns einfach mal in Benchmarks an, ob sich das lohnt oder beziehungsweise wie sich das bemerkbar macht. So, legen wir mal direkt sofort mit einem Prozessor-Benchmark los. Und das ist in diesem Fall jetzt Linpack. Das habe ich auf allen drei Geräten halt eben installiert. Lassen wir das mal laufen. Da wird einfach nur der Prozessor überprüft und mal geschaut, ja, wie viele Anwendungen in einer gewissen Zeit kann denn dieser Prozessor überhaupt abwickeln. Das Ganze wird dann in Megaflops gemessen, so nennt sich das Ganze. Schauen wir uns das mal an, was diese drei Geräte leisten, wenn da quasi nur eine einzige Anwendung durchgejagt wird. Lassen wir mal hier diesen Single-Thread-Modus laufen. Und da sehen wir schon überraschenderweise, also das Galaxy S Plus ist eigentlich sogar von den Werten her, jetzt zumindest beim ersten Durchlauf, sogar etwas schneller als der Dual-Core-Chip im Galaxy S2. Deutlicher Abstand ist auf jeden Fall zu erkennen hier zu dem Exynos-Chip. Machen wir das Ganze nochmal. Die sind ja nicht unbedingt immer
aussagekräftig so die ersten Durchgänge, und das sieht man jetzt auch hier, denn im nächsten Durchgang hat das S2 wieder aufgeholt und ist jetzt ganz leicht, liegt jetzt ganz leicht vor dem Galaxy S Plus. Das würde jetzt auch die nächsten Durchläufe so bleiben, deswegen gehen wir mal direkt weiter und lassen den Multithread, dass das Display vom S2 noch ein bisschen farbintensiver ist. Aber man wird schon gleich sehen, auch hier ist das S2 natürlich wieder weit vorne. Das ist aber jetzt auch nicht wirklich überraschend, da steckt einfach die neue Technik drin. Viel interessanter ist halt der Unterschied oder der Vergleich zwischen diesen beiden Geräten hier. Und da wird man allerdings gleich sehen, da ist der Unterschied gar nicht mal so groß, wie man es vielleicht nach dem ersten, nach dem CPU-Benchmark hätte vermuten können. Da sieht man einfach, dass der Grafikprozessor oder der Grafikbeschleuniger im alten Galaxy S dann doch ziemlich leistungsfähig war offensichtlich. Denn zumindest hier im ersten Durchgang muss ich da das Galaxy S Plus ja knapp zwar nur, aber immerhin geschlagen geben. Und bei dem CPU-Benchmark sah das ja gerade ganz anders aus. Tja, was lässt sich sonst noch zu den beiden Geräten sagen? Wie schon angesprochen am Anfang, es gibt da eigentlich ja äußerlich überhaupt keine Unterschiede oder so minimale Unterschiede. Bei der ganzen Hardware ist eigentlich so der Hauptunterschied, wie gesagt, der Prozessor, der im neuen Gerät von Qualcomm kommt und auf 1,4 GHz getaktet ist, während in dem alten Gerät noch der Exynos-Chip von Samsung steckt, der auf 1 GHz getaktet ist. Aber wenn man die beiden Benchmarks vorhin gesehen hat, dann kann man schon sagen, dass der Prozessor zwar deutlich schneller ist, der Qualcomm, einfach auch. Ja, hi, hier ist der Stefan von Area Mobile und ich habe euch heute mal drei Galaxy S-Modelle mitgebracht. Und die werden wir uns einfach mal anschauen im Vergleich in Benchmarks. Und zwar auf der linken Seite sehen wir das Galaxy S, das i9000. In der Mitte, ich habe extra die Schutzfolie draufgelassen, denn äußerlich sind die beiden Galaxies eigentlich überhaupt nicht zu unterscheiden. Außer durch so einen etwas helleren, Chromrahmen. Ist natürlich auch nur Kunststoff, aber sieht zumindest so aus. In der Mitte also, wie gesagt, das Galaxy S Plus, das i9001. Und rechts daneben habe ich einfach nochmal gelegt das Galaxy S2, einfach nur, um auch mal den Unterschied nochmal zu zeigen zwischen der Leistung des neueren Chips, der da drin steckt, Dual Core und dementsprechend auch neuer Grafikchip und so weiter. Schauen wir uns das einfach mal an. Ich mache da erstmal nochmal hier die Folie ab, die stört natürlich so ein bisschen während des Videos. Also wie gesagt, wenn man sich die beiden Geräte mal anschaut, hier das auf der linken Seite immer das normale Galaxy S, auf der rechten Seite hier das Galaxy S Plus, die sind sich äußerlich extremst ähnlich. Hier gibt es halt noch den Google-Schriftzug, der fehlt jetzt hier bei dem neueren Gerät, aber ansonsten gibt es da eigentlich überhaupt keine Unterschiede zu sehen. Ein Unterschied, der auf den ersten Blick schon auffällt, das ist einer dieser kleinen Aufkleber, die eigentlich natürlich auch mit zur Schutzhülle gehören. Da steht nämlich drauf, Digital by Qualcomm. Und das ist auch ein Hinweis darauf, was da für ein Chip drin steckt. Denn während hier im Galaxy S nämlich noch der Exynos-Chip von Samsung selbst drin steckt, ist inzwischen in dem Galaxy S Plus nämlich ein Qualcomm-Chip halt eben drin. Und der ist auf 1,4 GHz hochgetaktet worden, während der alte Chip noch der Samsung-Chip noch auf 1 GHz lief, als es immer noch läuft. Ja, machen wir die Geräte einfach mal an. Auch da gibt es jetzt nicht so viele Unterschiede zu sehen. Ich habe natürlich für diesen Videovergleich auch auf das ältere Gerät die momentan neueste verfügbare Android-Version aufgespielt, nämlich Android 2.3.3. Das ist auch auf dem Galaxy S Plus von Anfang an installiert, während auf dem S2 inzwischen ja schon 2.3.4 verfügbar ist. Schauen wir uns das einfach mal an. Man hat ja hier, wie gesagt, im Galaxy S Plus den höher getakteten Chip mit 1,4 GHz. Das ist ja nominell oder auf dem Papier sogar höher als beim S2, da ist ja ein Dual-Laufen. Und da sieht man dann allerdings auch gleich schon richtig schön den Unterschied von Dual-Core zu Single-Core. Da haben wir beinahe die doppelte Leistungsfähigkeit der Prozessoren und wiederum weit abgeschlagen ist dann hier der Exynos-Chip in dem alten Galaxy S. Lassen wir das nochmal laufen, einfach nur, damit wir da auch ein
ja, besseres Ergebnis sein, beziehungsweise ein nachvollziehbares Ergebnis. Da sieht man es wieder, also nochmal ein paar Megaflops mehr, wenn das halt öfter laufen gelassen wird. Aber auch da bleibt das ungefähr, ne, also vom Verhältnis her gleich, das S2 ist fast doppelt so schnell wie das S Plus und weit abgeschlagen halt immer noch das Galaxy S. Das also beim Prozessor-Benchmark. Wenn man sich jetzt einen Grafik-Benchmark anschaut, sieht das Ganze schon wieder ein bisschen anders aus. Ich musste jetzt in diesem Fall oder habe jetzt einfach mal mich für Nenamark entschieden, leider die erste Version, denn aus irgendeinem Grund wollte Nenamark 2 nicht laufen auf dem Galaxy S. Ist aber auch kein Problem, auch da sieht man schon ganz interessante Sachen. So, ich habe das Ganze jetzt für Nenamark einmal links umgedreht. Das heißt, jetzt haben wir immer noch oben das Galaxy S2, in der Mitte das S Plus und unten das Galaxy S. Und wenn wir die jetzt der Reihe nach mal loslegen lassen, ja, wenn man da noch trifft, dann sieht man auf den ersten Blick gar nicht mal so viele Unterschiede, außer